Hallo zusammen, heute gibt es ein sehr leckeres und gleichzeitig gesundes Frühstück. Genau das Richtige als Frühstück morgens im Büro oder als zweiter Snack oder als Nachmittagssnack oder so, dass man ein bisschen Protein in den Körper kriegt, ein paar hochwertige Kohlenhydrate in den Körper kriegt, ein paar Vitamine, ohne dass man danach träge zusammensackt. So, ganz einfache Sache und der Geheimtipp ist Seidentofu. Falls du das nicht kennst, das gibt es im gut sortierten Bioladen oder halt online. Seidentofu ist Tofu, aber mit mehr Wasser. Also im Grunde ist es umgekehrt, das ist Tofu und Tofu ist nachher gepresst und hat weniger Wasser. Also das hat mehr Wasser drin. Das hat eine Konsistenz, so ein bisschen so wie fester Joghurt, ein bisschen weicher als Quark, irgendwo so dazwischen. Und kann genauso wie Joghurt verwendet werden im Grunde. Schmeckt nach gar nichts. Und wenn es nach gar nichts schmeckt, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, ja, okay, dann packe ich doch Obst dazu und schon habe ich Obst plus Protein. Genau das machen wir. Bei uns geht die Erdbeersaison los, also habe ich Erdbeeren besorgt. Und dann nehme ich ungefähr 400 Gramm Tofu und 400 Gramm Erdbeeren, packe das in eine Schüssel und püriere das. Optional ein paar Chiasamen dazu. Chiasamen sind per se auch gesund, hochwertige Proteine und Fette natürlich. Und die sorgen dafür, dass die quellen sehr stark auf und dadurch wird das Ganze ein bisschen fester. Weil wir wollen gleich Schichten bilden und das ist einfacher, wenn das natürlich ein bisschen fester ist. So, das ist schon alles. Das packst du in ein Einmachglas. Muss nicht Einmachglas sein, aber sieht halt einfach gut aus. Sieht so ein bisschen retro aus, ist sehr praktisch zum Mitnehmen. Ich mache das so, ich bereite das abends vor und dann morgens nehme ich das Glas, packe noch ein bisschen Joghurt oben drauf und schon ist mein Frühstück fertig, nehme es mit ins Büro und habe nachher dann auch eben kein Plastik oder sowas, sondern halt eben die Einmachgläser. Als obere Schicht nehme ich Joghurt und zwar Kokosjoghurt. Kokosjoghurt schmeckt nach Kokos ein bisschen. Und das passt sehr, sehr gut zu den Erdbeeren. Das passt auch sehr, sehr gut zu Mango, Banane und so weiter und so fort. Du kannst natürlich normalen Kuhmilchjoghurt nehmen, wenn du sowas nimmst. Sprich nicht zwingend was dagegen. Aber probier das vielleicht mal aus, ein paar Kokosflocken dazu zu tun, weil der Kokosgeschmack halt schon auch gut schmeckt. Gerade so am Morgen, so exotisch. Mal schnell an den letzten Thailand-Urlaub denken. So, und wenn du dich ganz dekadent fühlst, kannst du natürlich auch noch ein bisschen Sahne raufpacken. Gibt es übrigens auch vegan. Einen Schluck Sahne noch oben drauf, vielleicht noch ein, zwei, drei Früchte drauf für die Deko, ein paar Schokostreusel, wenn du dich danach fühlst. Und schon hast du halt ein sehr leckeres Frühstück, das einfach erfrischend ist, nicht müde macht. Und wie gesagt, in so einer Packung Seidentofu sind 20 Gramm Eiweiß drin, sodass man das auch gut vor oder nach dem Sport nehmen kann. Super einfach gemacht, super toll zum Vorbereiten, super toll auch zu sagen, man macht zwei Portionen, nimmt eine mit ins Büro und lässt die andere vielleicht zu Hause stehen für den Partner, für die Partnerin. Der oder die freut sich vielleicht auch darüber für eine kleine Aufmerksamkeit am Morgen. Also, viel Spaß beim Nachmachen, guten Hunger und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.